Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde. Die nächste Mission wartet auf uns, nämlich wir müssen 100 Autos verkaufen. Das klingt relativ einfach, aber die Konkurrenz schläft nicht. So, und damit wir da relativ zügig vorankommen, werde ich einfach mal irgendwas zusammenstellen. Wir gucken auf die Produktionskosten. 10.900. Gucken, ob wir das irgendwo günstiger kriegen. 9.600. Das ist also hier die günstigste Variante, die wir machen können. Das werden wir einsetzen und nehmen den... So, und werden diese zusammengeschusterte Schrotti-Karre dementsprechend auch benannt loseisen und dort verkaufen. Ich glaube, wir machen es auch gar nicht erst groß die Arbeit hier zu schauen, ob wir hier noch eine Niederlassung kriegen können oder ob wir... Ach so, haben wir eine Garage? Nein, eine Garage haben wir nicht, wir haben nur das und das. Gut, wir haben also eigentlich gar nichts, außer einem hoffentlich billigen, aber gut gehenden Auto. Da müssen wir schauen, dass wir den schnellstmöglich ja, loseisen, loskriegen. Und das so, dass wir auch noch ein bisschen Geld mitmachen und nicht gleich pleite gehen, denn der Konkurrent schläft nicht. Dementsprechend werden wir hier jetzt mal gucken, ob wir hier gut in die Puschen kommen. Der Fahrweg scheint schon ziemlich weit zu sein bis da oben hin. Also das ist schon mal etwas ungünstig, weil wir hier ganz schön lange unterwegs sind. Aber als erstes müssen wir Kosten sparen. Das heißt erstmal hier die ganzen Diplom-Ingenieure und dieses ganze Studi-Zeug da rausschmeißen. Produktion gehen wir hier mal auf 60%. Sollte, glaube ich, erstmal reichen. Da brauchen wir nicht gleich die volle Mannstärke. Und gucken jetzt erstmal, wann das erste Auto überhaupt da oben ankommt. Ihr seht schon, das hält sich zeitlich ganz schön hin. Da brauchen wir ziemlich lange, bis die ersten Autos da sind. Wäre vielleicht auch eine Option, zu gucken, ob wir in eine zweite Niederlassung investieren, ob sich das überhaupt lohnt oder ob wir einfach nur da die Autos durchproduzieren und verkloppen. Ich sollte vielleicht gar nicht so kompliziert denken, sondern wir gucken dann dementsprechend, dass wir ganz einfach den Kram raushauen und gut ist. So, musste nur gerade mal hier meinen Wechselrichter ausschalten. Da ging gerade der Lüfter an. Ihr wollt bestimmt nicht dieses permanente Dröhnen haben. Da ist nämlich noch der alte Wechselrichter, der eigentlich nur fürs Aufladen vom Laptop und vom Handy ist. So, jetzt bin ich wieder voll und ganz da. Und es ist immer noch kein Auto dort. Ihr seht's, es ist ganz schön lang der Weg. Wir gehen natürlich gleich mal wieder hier auf 20% Rabatt, dass wenn die ersten Autos hoffentlich irgendwann mal hier ankommen, ja doch ziemlich schnell unterwegs sind. Und ich überlege gerade, ich glaube, wir bauen doch noch ein neues Auto dazu, einfach um die Zeit zu überbrücken, bis die Autos da sind, weil das kostet ziemlich viel Zeit. So, und ja, das ist also hier dann der weltberühmte Flitz 1. Den setzen wir einfach mal mit rein. Bringen den natürlich auch halt gleich mit der Produktion in den Betrieb und in den Vertrieb. So, okay. Wir haben jetzt also ein neues Modell. Verkauft haben wir bisher noch gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Irgendwie will keiner das Auto haben. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Und da müssen wir natürlich jetzt auch gucken, dass wir hier ein bisschen, ja, weiterkommen. Ich hoffe doch, dass sich da bald mal was tut. Wir werden mal eine Modellvorstellung starten für dieses Auto. Den Flitz 1 lassen wir erstmal auf normal. Der muss ja auch erstmal jetzt da hinkommen. So, und jetzt hoffe ich, dass sich da bald was tut, weil irgendwie kommen wir da nicht vorwärts. Über Sabotage habe ich auch schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Könnten höchstens gucken, wenn später ein Spieler doch so weit vorne ist, dass er es fast geschafft hat, ob wir dem mal so für ein paar Minuten oder für einen Monat im Prinzip die Hütte dicht machen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir es selber hier gebacken kriegen. Wäre vielleicht etwas günstiger. Ja, wir haben schon ein Auto verkauft. Wunderbar. So, dann stellen wir gleich die Produktion wieder um. Denn der Flitzer ist ja jetzt schon durchproduziert. Der muss nur irgendwann mal da oben ankommen. Aber irgendwie kommen wir hier nicht in die Puschen. Zwei Autos haben wir bis jetzt verkauft. 98 brauchen wir noch. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite sind die anderen Kollegen auch noch nicht viel weiter. Wir stehen also im Moment noch relativ gut da. Brauchen also noch keinen Grund hier zur Panik. Bis jetzt sieht das alles noch ziemlich entspannt aus.
Drei Autos haben wir, 97 fehlen noch. So, Kampfpreise haben wir eingerichtet, ne, hier noch nicht. Da gehen wir aber erstmal nur auf 10%, mal gucken, ob da sich vielleicht noch ein bisschen was tut. Ah, eben kommt der erste Flitzer an, das hat aber auch ziemlich lang gedauert. Von daher ist es ganz gut, immer so ein bisschen hin und her zu switchen, glaube ich. Ganz einfach, um zu schauen, dass wir das Geld aufrecht erhalten und natürlich auch den Nachschub hier, die Versorgung aufrecht erhalten. Ja, drei Autos und Ende, oder was? Gehen wir hier nochmal auf 20%. Meine Güte, Leute. Macht doch mal ein bisschen was, wie wär's? Nochmal eine Promotion machen. Ja, machen wir nochmal eine Promotion. Kostet 10.000. Mit einem verkauften Auto haben wir sie wieder drin. Vielleicht verkaufen sich dadurch ja ein paar mehr. Allerdings im Moment sieht's ziemlich mau aus. Grün steigt da auf einmal ziemlich nach oben. Aber wir kommen irgendwie gar nicht vorwärts. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ich glaube, wir werden mal so die ersten Autos einfach auf den Markt werfen. Oh, eben hat sich einer verkauft. Wunderbar. Ist ja auch, wie gesagt, wichtig fürs Geld. Da wird auch gleich der eine nachgebaut. Dann schicken wir mal so zwei Autos wieder raus. Einer wurde normal verkauft, brachte auch wieder gutes Geld. So, und den Kollegen will hier auch keiner kaufen. Gehen wir mal auch auf... Ach, gehen wir gleich auf 40%. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen was rein. Jetzt sind wir jedenfalls alle wieder auf einer Augenhöhe hier unten. Das ist schon mal ganz gut. Nach Möglichkeit immer von vornherein gleich an der Spitze mit dranbleiben. Macht's dann doch ein bisschen einfacher. Oh, 69.000 Euro haben wir, 7 Autos verkauft. Also, es geht sehr schleppend voran. Ich hoffe, dass sich das bald gibt. Oh, und wieder einer verkauft. Sehr gut. Wir machen ja jedes Mal knapp 4.000 Euro gut. Das bringt uns also da auch wieder ein bisschen weiter. Gut ist, dass wir auf alle Fälle die günstige Produktion hier gleich gewählt haben. Denn am besten wäre natürlich Kleinwagen gewesen. Da hätte man noch mehr von gehabt. Aber so geht's dann im Endeffekt auch. So, wir verkaufen mal so 1-2 Autos ab, dass der schon mal wieder ein bisschen was nachproduzieren kann. Wir sind jetzt bei 13 Autos, kommen also doch langsam vorwärts. Und ihr seht, die Konkurrenz schläft nicht. Der Grüne, der steigt auch mit seinen Verkäufen so langsam an. Also, da geht's doch langsam zur Sache. Wir gehen hier mal auf 35%, hier sind wir schon auf 40. Das ist ganz gut. Denn ein bisschen Geld müssen wir ja auch verdienen, auf alle Fälle. So, drei Stück sind da, so langsam kommen die Kollegen wieder rein hier. So, und jetzt werden wir hier die Produktion mal umstellen auf den Flitzer. Denn dann können wir hier bei dem Flitzer auch gleich mal noch einen kleinen Abverkauf machen. So, für drei Autos sollte das reichen. Chef, Sie wurden zum Ehrenbürger ernannt. Ja, das ist schön. Wenn ich jetzt das Level durchziehe und gewinne, wäre das noch schöner. Deswegen warten wir mal ab und lassen uns einfach mal überraschen. Also 19 Autos haben wir, ein Fünftel ist schon zusammen sozusagen. Knapp ein Fünftel, ein Auto fehlt noch dafür. So, und dann müssen wir auch gleich wieder hier umstellen auf den Schrotti. Das können wir eigentlich schon direkt machen. In der Zeit, wo die letzten Flitzer hier vom Band laufen, können dann die Produktion innen drin schon mal umgebaut werden. Da kommt jetzt wieder der Nachschub an. Die sind unterwegs. Aber es geht doch sehr, sehr, sehr langsam voran. Das ist also schon nicht mehr so ganz so aufregend. Weil wir eigentlich jetzt nur warten müssen, bis Autos verkauft sind. Und wir können noch nichts übertrieben groß anderes machen, weil wir haben einfach noch nicht das Geld dazu. So, jetzt können wir allerdings, es werden ja wieder Schrottis gebaut, auch gleich ein paar Schrottis wieder auf den Markt schmeißen. Ja, mal so drei oder vier abverkaufen. Einfach um unsere Verkaufszahlen ein bisschen hochzuhalten. So, hier werden jetzt die vier Autos schon wieder gebaut, die wir gerade, oder fünf, die wir verkauft hatten.
Ich hoffe, dass die Flitzer jetzt bald ankommen, dann können wir nämlich rüberwechseln mit der Produktion wieder zu den Flitzern. Obwohl, das können wir eigentlich auch jetzt machen. Im Moment sind ja alle anderen produziert. Dann, oh, Jahresbilanz. 26 Autos und einen Haufen Minus gemacht. Okay, Minus ist ja klar. So, hier, das ist soweit aber eigentlich alles okay. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen zu machen. Das Problem ist immer so die Kalkulation wegen dem langen Weg bis in die Niederlassung. Das ist natürlich ein ganz schönes Eckel. So, und jetzt sehe ich auch gerade, der Flitz wird hier natürlich schön gebaut, aber den werde ich nicht nutzen zum Abverkauf, denn der kostet knapp 11.000 in der Produktion. 1.300 mehr wie hier unser Schrotti. Das heißt, da machen wir natürlich einen deutlich höheren Verlust. Deswegen werde ich natürlich hier schön bei unserem Schrotti bleiben und den dann, wie gesagt, für den Kampfverkauf benutzen und hoffen, dass sich der Flitzer ganz normal verticken lässt. So, jetzt sind hoffentlich ja bald alle Autos da oben angekommen. Vielleicht verkaufen wir auch noch mal das ein oder andere, wäre ja schön. Jetzt hier auch noch auf 40% gehe, hätten wir gute 2000 Gewinn noch. Ist eigentlich besser als nichts. Hauptsache, wir kriegen die Autos irgendwie weg. 73 Autos fehlen uns noch. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und da scheinen noch einige Autos unterwegs zu sein, denn es wird nichts Neues gebaut im Bereich Schrotti. Die haben wohl auch noch einen langen Weg vor sich. So, jetzt werden wir einfach mal wieder ein bisschen Abverkauf machen. Dann können die hier unten ein paar nachproduzieren. Wir sind auf 31 hoch. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt könnte man noch das ein oder andere Auto so rausgehen, dass wir noch ein bisschen Geld wieder reinholen. Wir müssen ja auch unsere Angestellten bezahlen und alles. Ansonsten haben wir vielleicht zwar die 100 Autos verkauft, aber so gesehen keine Gewinne eingefahren. So, der gelbe Spieler scheint ganz unten durch zu sein. Ja, wir sehen auch noch nicht so ganz so besonders aus, haben aber schon ein Drittel unserer Fahrzeuge zusammen. Ah, da ist wieder einer. Wunderbar. Der Flitzer, der geht irgendwie, doch eben ist gerade wieder einer gegangen. Gut, weil selbst da haben wir noch 2200 Gewinn. Damit müssen wir uns ja ein bisschen über Wasser halten. Aber viel mehr Rabatt können wir auch nicht geben, sonst lohnt sich's ja einfach nicht mehr. So, und jetzt brauchen wir haben hier noch 13, das sind 47 Autos. Das heißt, 53 müssten wir noch verkaufen, den Puffer halten, dann brauchen wir nur noch abverkaufen, sind durch. Aber wir müssen immer so ein bisschen berücksichtigen, dass da wohl noch ein bisschen die Konkurrenz mitspielt. Wir verkaufen hier nochmal zwei runter, dann kann er die hier schon mal gleich nachproduzieren. Es laufen ja gleich noch neue ein. Wir müssen da immer so ein bisschen am Ball bleiben. So, das ist gut, dass sich der Fritz so verkauft, so langsam. Bis der sich dann komplett verkauft hat. Wie viel geht der raus? 13.000. Haben wir schon knapp 100.000 wieder drin. Dann können wir da nämlich wunderbar den Abverkauf des Schrottis noch machen, weil der einfach günstiger in der Herstellung ist. Da machen wir weniger Minus. Das sind, glaube ich, dann irgendwas um die 4.000 Euro, die wir da miese machen. So, mal wieder drei verkaufen, dass wir wieder mal ein bisschen rankommen. Und wir sind jetzt bei 41, das heißt, wir haben jetzt fast die Hälfte der Autos zusammen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. In dieser Folge werden wir das ja nicht mehr erleben, weil unsere Zeit ist auch gleich schon wieder um. Ist irgendwie, finde ich jetzt die Mission nicht so wirklich spannend, weil wir eigentlich hier nur abwarten, bis Geld da ist, verkaufen, warten ab, bis Geld da ist, verkaufen. Ja, ich hoffe also, dass wir die Mission schnell und vor allem erfolgreich über die Bühne ziehen hier. Mal gucken, weil der Verkauf läuft wirklich verflucht, langsam und schleppend. Da geht irgendwie gar nicht so viel. So, eben ist mal wieder einer rausgegangen. Hier gehen wir mal runter auf 35%. Mal gucken, ob das etwas mehr bringt. So, dann kommt nämlich vielleicht auch das Geld etwas schneller rein. 43 Autos sind jetzt schon weg. Das heißt, wir haben gleich die Hälfte geschafft. So, da ist der nächste rausgegangen. Ja, da kommt auch ein bisschen mehr Geld in die Kasse, weil es natürlich gleich dann auch wieder so gute 1000 Euro ausmacht. So 5% ist schon eine Menge Holz.
Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist eigentlich hier dieser lange Fahrweg, bis wir dort sind. Aber bis jetzt halten wir uns ja noch wacker, also mit 45. Wir haben noch 10 Autos drin, könnten also im schlimmsten Fall auf 55 hochpushen, haben da ein bisschen Reserve. Das sollte eigentlich dann doch soweit reichen. Ich hoffe jedenfalls, dass das hinhaut. Ich speichere auf alle Fälle erstmal das Spiel ab. So, sagt dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, Servus und Tschüss.